Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments, Folge 7. Genau, wir sind hier immer noch am Bahnhof in Bridlington. Wir wollen gleich nach Chesterfield, schauen uns hier aber natürlich erstmal noch um. Wir haben hier auch noch Tee angezeigt, das heißt, irgendetwas Verborgenes können wir noch finden. Spalt im Boden. Oh, da wurde ein Blatt Papier versteckt. Ein Dokument. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Versicherungsschein. Versicherung abgeschlossen von Thomas R. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer ein Jahr. Verlängerbar. Ja, also das hier kann man noch erfragen. Auf jeden Fall, da fragen wir gleich noch Robinson, was es damit denn auf sich hat. A telegraph. Sowas hätte ich ja gerne. So eine Karte. Wo auch wirklich was draufsteht. Okay. So. Don't touch anything, please. Ich gebe mir Mühe. So. Dann fragen wir ihn nochmal, was das mit der Versicherung auf sich hat. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Yeah. I will not move from here until I receive my refund. It's a scandal. An absolute outrage. Ja, ist okay. Ja, also Robinson ist mir ein bisschen suspekt. Okay. So. Jetzt gucke ich hier nochmal rum, ob hier noch irgendetwas ist. Kommen wir hier noch rein? Ja. Seine Tasche, oh, die können wir auch untersuchen. This grip sack belongs to Mr. Robinson. Ja. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Aha. Of course. Dann knacken wir mal das Schloss. So, das war alle. Wechseln, genau. So, ich drehe jetzt erstmal alles. Okay, dann fangen wir mal mit dem Äußeren an. Ach, wie ging das nochmal? So. Und jetzt nur das hier drehen. Mehr haben wir nicht. Also nächstes. Nehmen wir das hier.
Das hier. Okay. Geschäftsunterlagen. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. Sehr verdächtig. We should study them carefully. Ja. Dann lesen wir uns das mal durch. Also Vertrag. Dies ist ein Exklusivvertrag. An exclusive sales contract. Über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Emerson Electric erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewehr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas Robinson, Mr. Robinson is the seller. Ja, ist der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten. Oh, egal ob sie zuvor dem Käufer und oder dem Verkäufer bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung, eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Das klingt ja alles ziemlich gut für Robinson, ne? Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Die Frage, ob das auch zählt, wenn der Prototyp ganz verschwunden ist, aber auf jeden Fall bekommt er ja schon mal 10% und er bekommt vielleicht auch noch was von der Versicherung wahrscheinlich. Also das klingt alles ziemlich gut für Robinson, da kann man das schon mal verschwinden lassen, oder? Das sind viermal die gleichen Sachen. Yet another exclusive sales contract. Und das geht aber an die Hong Kong General Electric. Das heißt, er hat das mehrmals verkauft. Das eine Gerät und wieder 10% des Kaufpreises. Mr. Robinson is the seller. Das ist ein Schuft, sage ich euch. Yet another exclusive ja, sales contract. Aber diesmal nach Chile. Mr. Robinson is the seller. Wieder der gleiche Verkäufer und wieder 10% des Kaufpreises. Das heißt, wenn es plötzlich verschwindet und er hat 4 Verträge unterzeichnet und jeweils 10% bekommt er davon, das ist schon ganz gut für, dafür, dass er nichts leistet. So, wieder ein Exklusivvertrag. Manson General Electric. Wieder. Mr. Robinson is the seller. Wieder der gleiche Verkäufer. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Ja, 10%. Das klingt schon ziemlich. Ziemlich verdächtig. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Naja, aber ich sehe das mal so. Dafür, dass er nichts leistet und vielleicht ist die Maschine, vielleicht hat er gemerkt, die Maschine ist vielleicht doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Lasse ich die mal verschwinden und bekomme dann trotzdem noch einiges an Geld. Was ist denn eigentlich mit Watson los? Der stand doch eben erst noch hinter uns. Erst verschwindet er im Boden, jetzt teleportiert er. Ist mir auch nicht so ganz geheuer. Okay. Gut, wir reden jetzt nochmal mit Robinson.
Und dann geht's weiter zum nächsten Bahnhof. Das war die falsche Tür. I will not move from here until I receive my refund. Jo, der möchte nicht mit mir reden. Dann brechen wir mal auf nach Chesterfield. So, da sind wir in Chesterfield. Hier sieht's auch schon wieder so schön aus. Schaut mal dort hinten. Ui. So, hier beschweren sich keine Leute. This bin is full of empty bottles. Verdächtig. Ein gefüllter Mülleimer. This Robinson fellow seems suspicious to me. Ja, aber wie ich das hier kenne, ist Robinson, denke ich, dann nicht der Böse. A fishing advertisement. Ein Werbeplakat. Tickets. Erst mir Sachen anschauen. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Okay, ganz gut für uns. A telegraph. Weil ich kenne nicht. Vielleicht ist da ja irgendwas zu erledigen dann. So. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour-72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Eine Angelschnur. Er ist ebenfalls verheiratet. Ja, was ist hier noch? Ich kann aber auch nicht erkennen, was da steht. Ach, dort, Flachmann. Hat er versteckt? Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. The station master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Oh. Ich habe immer meine Hände gar nicht an der Tastatur. Das muss ich mal ändern. So, ich erinnere mich eindeutig an den Zug.
You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Passierte Chesterfield. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorstehers unleserlich ist und Fragen aufwirft. Kann natürlich auch sein, dass er nie in Chesterfield ankam, ne? War betrunken, seine Aussage zweifelhafter, können den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Kann natürlich sein, ne? Will da was passieren? Nee, okay. Also ist bisher noch egal. Aber das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Huch. This Robinson fellow seems suspicious to me. Ja. Okay. Schauen wir uns hier mal noch weiter um. Wartehalle. Die ist aber sehr schick, finde ich. Außer, dass hier einfach random Koffer einfach dastehen. Zum Mitnehmen oder was. Untersuchen Sie sorgfältig. Okay, also hier ist auf jeden Fall noch irgendetwas. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Die Farbe seiner Gesichtshaut und vor allem seiner Nase beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Ja. Was ist das hier? Waren wir da schon drin? Locked. Oh. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Ah, gerne. Kein Problem für uns. Ist wieder was auf dem Boden, Kratzer. Bags were recently dragged here. Aha. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Das wurde ihm ausgegeben. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Mm-hmm. Interessant. Railway post bags. Aber das würde ja auf jeden Fall bestätigen, dass das nie in Chesterfield ankam, der Zug. Und das quasi der Vorsteher hier abgelenkt worden ist.
You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!